Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Detroit Become Human. Oh Gott, es ist so spannend, es zerreißt einen quasi, diese Spannung gerade. Es passiert so viel. Wir waren jetzt bei Carls Grab, wir sind von Jericho alle entkommen, wirklich alle, außer Luther, der ist vielleicht tot. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube, da kommt noch was, weil ich meine, wir haben uns so viel Mühe gegeben, ihn zu retten, da kann er jetzt nicht auf dem Schiff gestorben sein, das lasse ich nicht zu. So, und wir sind jetzt hier mit Marcus wieder, müssen jetzt irgendwie unseren Leuten Trost spenden und ich muss entscheiden, was ich mache, aber jetzt erstmal... Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Tja, fail. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Wow, das war's. Marcus. Rette unser Volk. Ich versuch's. Ich werde es probieren. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Keine Ahnung. Leute, ich habe keinen Plan. So, mit Kara gesprochen, entscheide über Connors Schicksal. Na dann, mein Guter, kann ich hier noch irgendwie helfen? Irgendwie unterstützende Worte sprechen? Irgendwie was sagen? Irgendwie aufmuntern? Irgendetwas tun? Anscheinend eher nicht. Doch, warte mal hier. Hi. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Danke. Schön zu hören, tatsächlich. Sehr schön zu hören. Ich freue mich, dass du noch in meinem Team bist, Ich weiß nicht, wie ich unser Team nennen soll. Go Androids oder keine Ahnung. Super Androids. Ja, Super Androids ist cool. Im Team Super Androids. So, warte mal. Jetzt muss ich noch Simon finden. North, mit ihr habe ich ja schon gesprochen. Ich komme gleich zu dir, Connor. Kannst dich schon mal warm machen. So, da sitzt, glaube ich, Simon, wenn ich richtig sehe. Bist du Simon? Ja. Nochmal so jede Meinung irgendwie hören. Nochmal alle Leute irgendwie zu Wort kommen lassen, die wichtig sind. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Danke, Simon. Okay, also wir haben auf jeden Fall die Leute hinter uns, das ist schon mal gut zu wissen. Wir werden es irgendwie hinkriegen. So, mit der Mannschaft gesprochen, genau das. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, das Schicksal von Connor liegt nun in meinen Händen. Wieder einmal liegt das Schicksal in meinen Händen. Lieber Connor, dann, was geschieht nun mit dir? Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Die Entscheidung sollte klar sein. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Tausende Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich Wenn das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert.
Sei vorsichtig. Oh Gott. Connor, willst du das wirklich tun? Informiere deine Leute über deine Entscheidung. Okay. Oh, das wird jetzt lustig werden. Okay, na dann mal los. Liebe Freunde, das wird richtig creepy. Na gut, los geht's. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. So. Marschiere friedlich zu den Lagern, um diese Behörden unter Druck. Starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Die öffentliche Meinung ist unterstützend. Ich weiß. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Großartiger Moment, sehr, sehr großartiger Moment. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Nacht der stille Seele, keine Ahnung. Markus hat entschieden, für seine Leute zu protestieren. Kein blutiges Gemetzel. Wir werden sehen, worauf das hinausläuft. So, wir sind der Anführer. Letzte Ehre erwiesen, sich Karl anvertrauen. Ja, Karl starb in gebrochen, genau. Es bestand anscheinend die Möglichkeit, dass er nicht sterben konnte. Das ist natürlich super, dass er bei mir dann gestorben ist direkt. So, Jericho wurde angegriffen in Scheideweg. Ja, Marcus auf heiligem Boden. Und dann haben wir mit allen geredet. Und wir haben uns jetzt für den friedlichen Protest entschieden. Ob das richtig ist? Ich weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich richtig krass werden. So, warte mal. So, Amanda haben wir hintergangen. Mit Hank sind wir befreundet. Wir sind nun ein Abweichler. Das sehen wir als... Eieiei, guck mal, hier hätte es noch was ganz anderes mit Connor anscheinend gegeben. Aber gut, das haben wir jetzt halt einfach in diesem Fall nicht erreicht. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Madam President! Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Madam President! Madam President! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Bitte! Kritische Fragen gibt. Madam President! Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzt. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Was sind wir denn gefährlich, ey? Bitte! Bitte! So, Madam President!
Manche sagen, die Lager erinnern an dunkle Kapitel der Geschichte. Was sagen Sie dazu? Das ist absurd. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Androiden sind keine lebenden Wesen. Alles, was wir tun, ist, defekte Maschinen zu zerstören. Ich versuche natürlich direkt die kritischen Fragen rauszusuchen. Madam President! Bitte! Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden Einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Du bist eine dumme Funz. Sondergleichen, ey. Sondergleichen, Mann. Gott, aber ich habe extra die kritischen Fragen versucht zu stellen, um noch ein bisschen vielleicht Support aus... oh Gott, was wird das? Aus der Bevölkerung rauszuquetschen. Okay, was wird das? Was wird das? Oh Gott, mit wem spielen wir jetzt? Oh, Connor. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Sehr gut. Okay. Bitte sehr. Du benutzt ja auch Maschinen, um da rein zu... Also, naja, gut, die Menschen benutzen ja die Messer. Die Menschen sind blöd, ganz ehrlich. Vor allem, weißt du, ich konnte sie bis zu einem gewissen Maß verstehen. Aber jetzt, wo ich friedlich demonstriere und protestiere und nichts mache, nichts kaputt mache und gar nichts, finde ich es einfach nur noch unfair. Wirklich, wirklich unfair. Dass sie mich so arschig einfach auch nur behandeln. Dass sie... Ah. Aber sie drehen sich ja sowieso ihre Welt, wie es ihnen gefällt. Also von daher, Gott, jetzt bin ich gespannt. Was muss ich hier tun? Ich muss jetzt alle anderen Connors befreien, oder was? Ist das der Plan? Ich befreie mehr Connors, da hätte ich voll Bock drauf. Oh, ich hoffe, ich schaff's. Mal gucken. Wir dürfen natürlich keinen Verdacht erregen, schätze ich mal. Sondern müssen ganz unabweichlermäßig hier agieren. Ach du Heilige, das wird schwierig. Mir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Okay. Folge der Wache. Alles klar. Warum lauft ihr hinter mir her, ihr Verrückten? Okay. Wir sind ganz entspannt. Wir tun einfach so, als wenn wir der ultimative, beste, gehorsamste Android wären. Einfach ganz entspannt. Oh Gott, hier wäre ich auch noch identifiziert. Schnell durch. Keine Ahnung, ob das... Ah, das war ein bisschen creepy gerade. Hätte man da stehen bleiben sollen? Nee, ich glaube nicht. Warte mal. Haben die da... Bin ich jetzt eingekerkert? Ah, na super. Okay, gar kein Problem. Gar keine Beunruhigung. Nein. Wir müssen uns halt wirklich... überhaupt nicht Abweichler. Ich glaube, damit wir das schaffen, müssen wir uns überhaupt nicht zu erkennen geben, dass wir ein Abweichler sind. Wir müssen uns wirklich so verhalten, wie man es von uns verlangt oder so. Ach Gott, ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt richtig denke, dass ich richtig verquer denke einfach auch. Gott, die Cyberlife-Zentrale, das ist so krass. Okay, vielen Dank. Ihr könnt dann gehen. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. 49. Kann ich das merken. Erreiche das Lager auf Etage 49. Okay. Schalte die Wachen aus. So, warte. Wir konstruieren das vor. So, wie können wir es am besten machen? Ihn nehmen wir. Und dann müssten wir... dem seine Waffe wahrscheinlich... Oh, ein Dropkick, der ist geil. Ja, okay, warte, dann machen wir so. Jawohl. Okay, das haut sogar hin. Okay, dann los. Okay, ja, Path ist unlocked. Na gut, dann los. Mein Freund, nein. Jawohl. Stirb. Oder geh zumindest... Aus Versehen. Ja, gut, okay, ja.
verkackt, aber ich habe es irgendwie geschafft. So. Stopp. Geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung. Ich hätte die wahrscheinlich auch friedlicher ausschalten können, indem ich sie einfach betäube. Aber nun gut, es ist mir egal. Jetzt sind sie halt... Meine Güte, das ist halt dann jetzt einfach so. Ein paar Menschenopfer muss es geben. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Okay. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Okay, dann los. Der letzte Bus fährt. 19 Minuten. Oh Gott, quickt. Was los? Alles in Ordnung? Oh Gott, bitte stirb jetzt nicht. Mir ist so kalt. Einstellung Temperatur aktiviert. Ja, komm, deaktivieren wir. Dann ist sie nicht mehr kalt. Gleich geht's dir besser. Danke. Bitte. Keine Ahnung, ob das gut war. Es wird mir wahrscheinlich nochmal, es wird mir später so in den Hintern beißen. Okay, so. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Ah, da ist unser Ziel. Oder können wir hier nochmal gucken gehen? Eieieiei, okay. Gut, weiter. Ich gucke mich nochmal vorsichtshalber um. Okay, wir müssen uns... Oh, da liegt eine Waffe. Waffe haben oder Waffe nicht haben. Wir müssen sie sowieso mitnehmen. Ich habe anscheinend keine Wahl. Na komm. Lass uns gehen. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Okay. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Das habe ich getan! Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich drehe mal den verdammten Arm da. Da sind das überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Glaub, wir sind hier noch lange nicht fertig. Soll man sich dann da... Oh Gott. Na los, Bewegung! Was mit dem anderen, der hinter... Ach, keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Rein da. Da drüben. Ist das Luther? Ist Luther. Ja. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Oh Gott. Okay, gehen wir. Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Okay. Finde eine Waffe. Hier. Scheiß Android. Okay, geh. Jawohl. Kara. Ja, komm, laber nicht so viel. Du hättest dein Leben nicht riskieren ja, sollen. Ja, laber. Weiter. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Wer bist du? Los, bevor sie dich sehen. Den kenne ich. Wer war er? Ich kenne ihn. Alice. Luther. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Ja. Los jetzt.
Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Okay. Oh. Oh. Was mache ich denn da jetzt? Okay. Okay, alles gut. Uhuhuhuhu. Fällt doch überhaupt nicht auf, dass hier drei Leutchen herumrennen. Nee, 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 nee. Alles gut, alles gut. Oh Gott. Ich guck gerade hierher. Okay, und los. Sehr gut. Bisher läuft's. Oh, ich will nicht entdeckt werden. Ich will nicht sterben. Irgendwie will ich nicht sterben. Vorsicht, wir warten noch mal ganz kurz. Komm schon, dreh dich weg. Dreh dich weg, habe ich gesagt. Nicht zu mir hin. Danke. Weiter. Da hinten ist der Bus. Wir haben den Bus erreicht. Geh in den Bus. Was mit dem Bus? Ein Kontrollpunkt. Oh Gott, wir werden sterben. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Wähle einen Weg. Kontrollpunkt, riskant. 3 Minuten, warte. Darf ich mal ganz kurz gucken? 9 Minuten 57, okay. Wähle einen Weg. Sicherer, kostet 11 Minuten, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir einfach nicht. What the fuck? Ja, geht nicht. Das ist kacke. Die Zeit haben wir nicht. Die Zeit haben wir einfach nicht. Wo ist denn da die Entscheidung, bitte? Können wir es denn trotzdem schaffen? Ich glaube, allein dadurch, ich würde diesen Weg verkacken, wenn ich da jetzt hingehe, weil ich ihre Rezeptoren für Kälte und so ausgemacht habe. Ich glaube, das wäre ein bisschen... Ich wette, dass das am Anfang genau das triggerte hier, dass wir es dann am Kontrollpunkt nämlich verkacken. Die Frage ist halt, wir haben fast 10 Minuten, wir brauchen aber 11 Minuten dahin. Brauchen wir wirklich hundertprozentig 11 Minuten dahin oder könnten wir uns noch beeilen? Ach du Kacke. Ja, da ich Luther geholfen habe, ne, bin ich jetzt voll am Poppes. Ey, der Kontrollpunkt ist so... Der Kontrollpunkt ist so riskant, allein weil ich ihre komische Biothermik hier irgendwie schon verändert habe. Oh, das ist jetzt wirklich eine mega, mega schwierige Entscheidung an diesem Punkt. Fuck. Ich weiß halt nicht... Wenn es 11 Minuten... Was ist denn, wenn der Bus weg ist? Dann kommen wir hier nicht raus. Gut, das ist kacke. Fuck, ich weiß es nicht. Ich wette, der Kontrollpunkt wird einfach viel zu riskant werden. Aber es sind halt 3 Minuten. Sicherer Weg sind 11 Minuten. 0,75. Wieso dauert 1,7 Kilometer so lange? Verdammt. Ich dachte, wir sind Androiden. Ich dachte, wir können das mega schnell rennen. Aber wahrscheinlich müssen wir dann noch mehr... Mami... Was soll ich tun, was soll ich tun? Die werden mich hundertprozentig scannen. Das heißt, wenn sie mich scannen... Oh mein Gott, ich bin gerade so im Struggle. Weil den anderen Typen haben sie auch gescannt. Der hat auch gesagt, oh, ich bin ein Mensch. Die haben sie scannt und umgebracht. Bäm, war er weg. Und da ich ihr diese komischen Rezeptoren... Ich wette mit euch hundertprozentig, dass das eine Rolle jetzt hier an dieser Stelle spielt. Weil warum sonst hätte man das machen können? Klar, um ihr so ein bisschen... Ne, aber... Shit, ich hätte es mal anlassen sollen. Ah, na gut, okay, aber wisst ihr was, ich gehe jetzt in die Pause ab. Ich überlege jetzt noch, weil bevor ich jetzt den Part hier sowieso noch länger mache, ich verlege jetzt einfach hin und her. Ich werde spontan entscheiden, nee, obwohl, ich muss drüber nachdenken. Was nehme ich? Nehme ich den riskanten Weg und riskiere damit alles? Oder nehme ich den sicheren Weg und komme dann nicht aus dem Land raus? Ich habe die Entscheidung zwischen Kacke und noch Kacker. Also dementsprechend, freut euch auf die Entscheidung direkt in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Detroit Become Human. Bis dahin sage ich Tschüss.